Track ist eigentlich ganz geil. Die ist auch schon richtig alt, die gab's doch schon. Ich glaube, die gibt's in jedem Gran Turismo. Immer wieder ein bisschen geupdatet. Streckenführung ist ziemlich geil einfach. Berg und Tal. Aber man hat trotzdem immer gute Einsicht bei den Kurven. Das ist bei Berg und Tal ja immer so ein bisschen das Problem, dass man über die Kuppe dann nicht sieht, was da für eine Kurve kommt. Hier diese Hügel einfach nur auf dieser Geraden zu machen. Ziemlich cool. Wann ist der handzahm, der Wagen? Macht überhaupt gar keine Probleme. Ich fahre nur noch mit dem. Oh, da oben ist schon wieder BP-Werbung. Hört sich doch ab. Was soll der Geiz? Vielleicht die schnellste Runde gemacht. Sollte hier eigentlich auch Abkürzstrafen geben, finde ich. So, einfach gebremst wird. Ist im Online-Modus ist das so. Da gibt es richtig harte Regeln, ey. Einmal rausgefahren, sofort disqualifiziert. Nein, nicht disqualifiziert, aber halt. Eiskalt für 5 bis 10 Sekunden mega abgebremst. Was natürlich nicht so schön ist. Das funktioniert auch ganz gut. Also wenn man abgedrängt wird oder so, dann springt der Scheiß meistens nicht an. Also das funktioniert schon ganz gut. Ich weiß nicht, warum sie das nicht hier auch so eingesetzt haben. So kann man die KI hier auf manchen Strecken schon ziemlich verarschen. Die man einfach mal so einen Abschnitt einfach überspringt quasi. Juhu. Oh, das war aber schon knapp. Boah, die Zeit war ein bisschen schneller. 1-2 Ecken abgekürzt, eben vielleicht 5 Sekunden schneller. Schon krass. Oh, das war nicht so krass. Und nur 14 Sekunden Vorsprung, ey. Die sind ganz schön fix da hinten. Alter Schwede. Hey! Konnte ich jetzt meinen Vorsprung nicht weiter ausbauen? Ich glaube, hier ziehe ich den ziemlich weg. Die ganze Ecke hier, die nehme ich ja auch recht souverän. Ja, geht so, halbe Sekunde. Okay, vielleicht doch nur wegen dem Cheaten. Ich mach's nochmal richtig. Geht eigentlich auch, so viel langsamer ist das gar nicht. Oh Gott. Das wollte ich doch nicht. Ich lenke gerade immer ein bisschen zu früh ein. Ich weiß gar nicht warum. Ist man bei dem Wagen. Muss man, wie man gerade gesehen hat. Alter. Stelle ich mich einfach nur blöd an, was soll das? Okay, ich merke, mein Gehirn möchte nicht mehr mitarbeiten. It's time to end this shit. Fahre ich jetzt einfach meinen glorreichen Sieg ein, der nicht ganz so glorreich ist, weil ich 25 Mal abgekürzt habe. Aber Sieg ist Sieg. Gegen KI kann man das machen. Die ärgert sich nämlich nicht. Oh. Oh, gut abgefangen. Die Box ist ja auch wirklich so eine Sache für sich. Schlängelt sich das so lang. Juhu.
Welch ein schwerer Sieg. Hätte das gedacht, dass ich das nach Hause fahre. 37.000, ey, ist auch nicht so viel. Mann, können da nicht überall 370.000 bei rauskommen? Ich glaube, das wäre irgendwie angebrachter. Wenn man sich gewisse Wagen auch einfach leisten kann. Naja. Die Preisgelder sind übrigens auch schon angehoben. Die waren bei der Urversion noch wesentlich geringer. Ich glaube sogar um die Hälfte teilweise. Also wirklich, das ist schon ein bisschen crazy dann. Das endet ja dann hier nur in Gegrinde. Ich fahre das Rennen 25 Mal, damit ich ein bisschen Geld habe. Naja, okay. Ah, wie man sieht, kriegt man doch noch die Lackierung. Hatte ich doch noch recht. Durch die abgeschlossene Veranstaltung haben sie Fahrung und die Gutheim aus dem Verhandlung. Okay. Welche Veranstaltung? Aber egal. Ich krieg 10% mehr Geld. Crazy! Ach, kann ich die Saisonveranstaltung fahren? Das wäre aber nice. Hammer nice. Ich muss mal eben noch was gucken. Oh Gott. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das Aufnahmegerät an ist. Zum Glück ist es das. Bin ich jetzt hier doch in Online-Modus verbunden? Ich dachte mir, war so, dass ich den Account irgendwie ja nicht per Passwort freigeschaltet hatte. Vielleicht habe ich das mittlerweile doch gemacht. Hey, kann man hier noch ein paar interessante Dinger fahren? Ich weiß schon, wo ich das letzte Mal versucht habe, wurde ich hier ziemlich abgezogen. Formel GT, das ist ja cool. Was haben wir hier noch? Hot Hatchback. Wo Kleinstsportwagen ist dann auch schon wieder kacke, oder? Wer will denn das? Stars and Stripes, das ist irgendwelche amerikanischen Dödel-Schrottkarren. Dreamcar. Ab dem dritten Platz erhalten sie besondere Preise. Was heißt besondere Preise? 710 Leistungspunkte. That's a lot. Wie viele Runden sind das? 5 Runden. 710 Leistungspunkte. Typische Gegner sind natürlich... Ja, die Elite... der schnellen Butzen. Harte Rennreifen. Oh, das ist natürlich ein Ding, ey. So, wie sieht das denn aus? Wie viele Leistungspunkte hat denn diese alte Kiste hier? 734. Wie kriegen wir dich denn jetzt dazu, weniger Leistungspunkte zu haben? Wir müssten dich halt ein bisschen drosseln. Alter, ein bisschen ist gut, ey. 70% Leistung nur? Ei. Das war nicht so schön. Das kommt wegen seinem niedrigen Gewicht. Die anderen Wagen da sind alle ein bisschen schwerer, glaube ich. Was denen natürlich ein bisschen Leistungspunkte einsparen, weil mehr Gewicht gleich weniger Leistungspunkte. Ich versuch's jetzt einfach mal. Ja, jetzt schief gehen kann's ja nicht. Und da wartet ein dickes Preisgeld, so wie ich das gesehen habe. Da könnte man sich... Oh, da wartet ein richtig dickes Preisgeld. Hallo, hallo. Selbst der dritte wäre nicht schlecht. Selbst der sechste wäre nicht schlecht. Nö, das fahre ich auf jeden Fall. Immer noch besser als die anderen Events, ne? Die bringen ja wirklich kaum was. Route, bla 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 bla. Was haben wir denn da jetzt eigentlich? Der XJR9, der ist ziemlich schnell. Ach, ansonsten geht das eigentlich. Oh doch, das gewinnen wir. Vielleicht. Aber die harten Rennreifen machen mir auch ein bisschen Sorge. Aber ich hatte ja schon mit dem Superweichen da arge Schwierigkeiten mit dem Durchdrehen. Aber durch diese Leistungspunktebegrenzung sind diese Events hier wesentlich fairer als die eigentlichen. Oh ja, der dreht ja ordentlich durch. Hm.
Ich muss mir jetzt angewöhnen, eine gute Linie zu fahren, weil ich habe leider nicht mehr diesen Beschleunigungsvorteil, den ich ja sonst immer habe. Juhu! Noch einer. Wie war das? Sechster Platz, 100.000? Alter. Kurventechnisch muss man da echt noch irgendwie was machen können. Dann kann ich mir hier echt eine goldene Nase verdienen und mir einen anderen ziemlich geilen Wagen kaufen. Das würde mir schon gefallen. Ich glaube, um den ersten zu erwischen, da muss man schon wirklich ziemlich, ziemlich gut fahren. Was ich hier noch nicht tue. Verdammte Scheiße! Der zieht nämlich schon ordentlich weg. Das ist so fies, dass sie den schnellsten Wagen auch immer gleich ans S quasi starten lassen. So dass der völlig außer Konkurrenz fährt da vorne. Ich finde, der müsste sich auch so ein bisschen durchschlagen. Ich vermisse meine unbegrenzte Leistung. Was ist denn das hier für eine Schüssel? Das ist dieses Batmobil. Der Citroën. Das war nochmal eine saubere Kurve. Vom Feinsten. So wie es aussieht, braucht man die 5 Runden echt auch, um alle überholt zu kriegen. Finde ich interessanter irgendwie. Finde ich richtig gut gerade. Scheiße. Ach du Sch... Oh Mann, das ärgert mich jetzt aber schon tierisch. Verdammte Scheiße, ich war ja schon fast dran an den anderen. Weg da. Komische Eckkarre. Sieht schon ziemlich cool aus, aber irgendwie auch. Bisschen too much. Oh, Scheiße. Ich habe so eine Schwierigkeit mit Kurven. Warum? Der ist so auf Höchstgeschwindigkeitskurven eingestellt, dass er bei kleinen, nicht so schnellen Kurven einfach nicht rumkommt. Ärgerlich. Wenn ich jetzt ein bisschen Ahnung hätte von Fahrwerkseinstellungen, dann könnte ich das hinkriegen. Was nicht der Fall ist. Ich könnte natürlich jetzt auch wieder mit Googlen anfangen. Aber das dauert. Wie biete ich denn Unterhaltung, während ich google? Ich muss hier echt jetzt mich mal gerade konzentrieren, ne? Die Kurve hier wird mir immer wieder zum Verhängnis. Oh ja, das war gut. Sehr gut. Dritter. Zweiter. So lobe ich mir das. Aber der erste könnte ein Problem werden. Richtig, richtig gut fahren, nämlich den erwische. Würde ich mir ja schon ein bisschen feiern, wenn ich den erwische. Ein kleines bisschen mehr Kurvenfreudigkeit. Wäre echt genial. Whee. Ansonsten fährt er echt spitze, kann man nicht anders sagen. Auch ein bisschen Sorge, dass wenn ich da jetzt selbst ein bisschen rumfusche, dass ich mir das dann alles versaue. Dann fährt er nachher nur noch völlig kacke. 6 Sekunden ist immer noch vorne, ey. Was ein Arsch. Ich komme. Komme, mein Kleiner.
Mach dich schon mal bereit, überholt zu werden.